verpasst. Ich will gerne was sagen, weil wir ja auch einen interessanten Prozess im Augenblick erleben. Ihr wisst vielleicht, dass die Naturfreunde angestoßen haben, dass erstmals überhaupt in der Bundesrepublik eine enge Zusammenarbeit begonnen hat zwischen evangelischer Kirche, Gewerkschaftsbund und den Umweltverbänden. Und es ist von großer Bedeutung, dass vor 10 Tagen die evangelische Synode am Timmendorfer Strand einen einstimmigen Beschluss gefasst hat, wo sie nicht nur den Naturfreunden für diesen Impuls danken, sondern auch wollen, dass dieser Prozess, den wir mit einem Kongress in Berlin im Juni begonnen haben, fortgeführt wird. Ich glaube auch, dass es sozusagen die wichtigste Aufgabe unserer Zeit ist, den Menschen Erklärung, Deutung und Perspektive zu geben. Ich verzweifle fast darunter, wie sehr beispielsweise auch die Politik, aber nicht nur die Politik, sondern auch beispielsweise die Medien, nur noch auf Ereignisse reagieren, aber das, was eigentlich unsere Aufgabe wäre, nämlich Prozesse zu gestalten, nicht mehr tun. Ich will das an ein paar Beispielen verdeutlichen, aber vorweg sagen, vor 100 Jahren hat dieser Prozess dazu geführt, dass es zu einem überschäumenden Nationalismus und Militarismus gekommen ist. In dem berühmten Brief des Lord Chandos an Francis Bacon, ausgerechnet an Francis Bacon, den Vater der Aufklärung, hat Hugo von Hofmannsthal seine Hauptfigur berichten lassen, dass er unfähig geworden ist, die Welt mit Hilfe der Sprache zu ordnen. Oder wie er es nennt, die Worte, deren sich die Zunge normalerweise zu bedienen weiß, zerfallen mir wie modrige Pilze. Was er damit meinte, war die Überforderung, Prozesse zu verstehen und zu erklären. Und genau das erleben wir heute. Wir reden beispielsweise zunehmend nur noch von der Eurokrise, aber nicht mehr vom Finanzkapitalismus. Wir reden beispielsweise über Griechenland, aber nicht mehr über die Banken. Wir reden beispielsweise über Entschuldung, aber nicht mehr über die wachsende Armut. Und so weiter und so weiter. Das heißt, wir erleben Prozesse, wo wir uns mit den Folgen auseinandersetzen, aber kaum noch mit den Ursachen. Vor 300 Jahren, im Jahre 1713, wurde im deutschsprachigen Bereich zum ersten Mal der Begriff der Nachhaltigkeit erwähnt, damals von dem sächsischen Förster Karl von Carlowitz. Was er damit meinte, war, dass sozusagen in der Pflege der Natur es nur die Alternative gibt, Zerstörung oder Erhalt. Diese Alternative ist heute keine Alternative nur noch für sozusagen die Natur oder den Wald, sondern für die Zukunft der Menschheit insgesamt. Ich will dazu ein paar Beispiele nennen. Erstes Beispiel. Der Chemie-Nobelpreisträger aus Mainz, Paul Krotzen, hat unser Zeitalter Anthropozän genannt. Damit meint er, dass zum ersten Mal der Mensch wie nie zuvor zum Treiber ökologischer Veränderungen und der Naturzerstörung geworden ist. Er glaubt, dass unsere Epoche über kurz oder lang nicht mehr Holozän, wie das heute offiziell heißt, also mittlere Warmzeit, genannt wird, sondern eben Menschenzeit. Und die Begründungen sind auch eindeutig. Allein im letzten Jahrhundert hat sich die Weltbevölkerung vervierfacht. Die industrielle Produktion verdreizehnfacht, der Energieumsatz versechzehnfacht, der Wasserverbrauch verdreizehnfacht, die CO2-Emissionen versiebzehnfacht. Das heißt, wir haben in der Zwischenzeit einen Umgang mit der Natur erreicht, der Grenzen überschritten hat. Auch dazu nur 2 Beispiele. Wenn wir so weitermachen, haben wir in etwa 20 Jahren eine globale Erwärmung von 2 Grad weltweit zu verzeichnen. Das bedeutet für den Alpenraum eine Erwärmung von 4,5 Grad. Da kann man sagen, na gut, dann wird es doch wärmer. Aber das bedeutet beispielsweise, dass unser Land, also Nordrhein-Westfalen, davon massiv betroffen sein wird. Denn es bedeutet in der Konsequenz, dass wir mindestens 6 Monate im Jahr Niedrigwasserstand des Rheins haben, und damit ganz andere Voraussetzungen für die Grundwasserversorgung bzw. fürs Trinkwasser. Oder ein 2. Beispiel für den Anthropozän.
Nach Aussagen aller großen weltweiten Agenturen, die sich mit Energiefragen beschäftigt, haben wir den Höhepunkt der Ölförderung überschritten. Wir haben also eine Ausgangssituation, dass das sogenannte Easy-Öl, also das massenhafte billige Öl, nicht mehr da ist. 400 Quellen machen ungefähr fast 80% der Ölförderung aus. Von diesen 400 Quellen gibt es nur eine einzige, wo die Produktion gesteigert werden kann. Das ist die im Irak, die Kirkuk-Quelle, und das ist dort kriegsbedingt. Alle anderen haben im letzten Jahr einen Rückgang von mindestens 6%, manche von 25-30% zu verzeichnen. Was bedeutet das? Öl ist die Grundlage der Mobilität. 90% der motorisierten Mobilität basiert auf Öl. Öl ist die Voraussetzung der weltweiten Arbeitsteilung und damit des Wohlstands. Öl ist die Grundlage, nach denen unsere Städte geplant sind. Die sind alle autoaffin. Aber der Höhepunkt des Öls ist vorbei. Und gleichzeitig haben wir eine Ausgangssituation, dass in Deutschland auf 1000 Einwohner 580 Fahrzeuge kommen, in China und Indien mit 2,5 Milliarden Menschen erst 66. Mit anderen Worten, wir sind in einer Situation, wo sich viele Konflikte dramatisch zuspitzen. Dasselbe gilt für die Wirtschaft. Die Krisen der letzten Zeit waren auch eine Krise, weil man glaubte, durch Auszehrung der Zukunft könnte man wirtschaftliche Stabilität erreichen. Das hat sich als Irrweg erwiesen. Im Gegenteil, hat zu diesen ganzen spekulativen Wellen geführt. Es gibt keinen Industriestaat, wo nicht in den letzten Jahren die Unterschiede zwischen Arm und Reich zugenommen haben. Oder kurz gesprochen, die Debatte über eine Transformation unserer Gesellschaft wird zur entscheidenden Frage. Und deshalb finde ich es gut, dass die Naturfreunde da den Impuls gegeben haben, dass wir zusammen mit Gewerkschaften und mit den Kirchen weitere Aktionen planen. Nächstes Jahr soll beispielsweise der Kirchentag unter diesem Motto gestellt werden. Alles das sind Erfolge der Naturfreunde. Und deshalb sage ich, viele von uns fragen sich, ob wir überhaupt eine Zukunft haben. Ich höre das immer wieder. Und dann wird darauf verwiesen, dass beispielsweise andere Umweltverbände enorme Zuwachszahlen haben. Das ist alles richtig. Aber es gibt keinen anderen Verband, der beispielsweise ökologische Fragen mit sozialen Fragen verbindet. Und das ist unser Markenzeichen und das wird in der Zukunft wichtiger denn je. Deshalb nach vorne gucken und alles Gute.